Ich hab Neodym gesammelt. Hummel, mach dich bereit. Wir werden angegriffen. Es ist ein feindliches Schiff. Warum sagt mir das keiner? Nein, ich will nicht. Hau uns rein. Ich bin ganz netter. Nee. Hallo, Mister. Warum kann ich denn hier nichts? Was soll denn das? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival Minikabin. Falls ihr euch wundert, warum ich zu Hause bin, ich habe Sachen vorbereitet. Ich hab Neodym gesammelt. Nicht nur das. Ich habe jetzt auch alles, was ich an Jammelfleisch habe, in eine Hummel gepackt. Und noch ein paar andere Sachen, pflanzentechnischerweise. Und danke nochmal für eure Tipps, ne? Ich habe das ausprobiert. Mir wurde der Tipp gegeben wegen stromtechnischerweise, dass ich einfach bloß die Generatoren reinschmeißen soll. Danke nochmal für den Tipp, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Also es funktioniert schon, aber nicht so, wie ich das gesagt habe. Also der Strom ist ja nicht das Problem. Das Problem bei mir ist, dass die Auslastung so krass ist. Moment mal, ich habe da zwei hergestellt. Also ich habe jetzt eine Erweiterung reingepackt. Und zwar die große. Aber ich habe zwei gebaut. Wo ist denn die zweite groß hin? Hä? Der Kabin ist schon wieder verwirrt. Na und nu? Ach, hier ist das Neodym. Neodym. Und ich habe auch noch ein bisschen Kupfer und so eingepackt, ne? Ich habe hier alles ausgeräubert. Ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee, dass ich hier alles rausräume und dann, wenn ich hier zurückkommen sollte, dass da nichts mehr da ist. Außer verbrannte Erde. Wie man so schön sagt. Naja, gut. Ach, und Sauerstoff habe ich auch hier erstmal geklaut. Ey, ich habe hier komplett Tabula Rasa gemacht, habe ich hier. Aber wo ist denn jetzt... Also, wenn ihr das seht, brüllt. Ich sehe nämlich das gerade nicht. Hier sind die Beete, die ich eingepackt habe. Ach, und danke nochmal wegen hier... ach so, siehst du, das könnte ich auch mal einzahlen. Bin nämlich nicht mehr so flüssig. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, wegen Sauerstoff und so. Abdichten des Raumes, wo die Pflanzen drin sind. Kam zu spät der Tipp. Die Pflanzen sind schon wieder verreckt. Aber es, ich habe jetzt alles abgedichtet mit Beton. Da ist eine Tür drin. Das sollte genügen. Mehr ist nicht. Ja, deswegen bin ich nämlich eigentlich zurückgeflogen, weil ich habe nämlich Zeug geholt, dass ich da nicht immer hin und her düsen muss. Düsen. Ich sage es euch. Und ich kann mir dann auch meine Pflanzen selber herstellen. Ich wollte eigentlich rein theoretisch noch Stufe 2. Nee, nicht Stufe 2, sondern ich wollte Stufe 3 machen. Weil sonst kann ich mit den ganzen anderen Sachen nicht bauen. Aber da fehlen mir die Flugspulen. Moment mal. Sagen Sie mal, ich hab doch ich hab hier Flugspulen 5. Warten Sie mal. Ich muss mal da Sachen kontrollieren, die vielleicht essentiell sind. Dann würde ich mir nämlich schnell mal so ein Ding bauen. Ach nee, das ist so eine Spule. Ja, shit. Na gut. Dann muss ich kicken, dass ich, wie gesagt, war ja uns klar, dass wir uns noch so eine Spulen herstellen müssen. Aber ich habe gedacht, ich habe hier noch welche. Ich wollte nämlich hier auch gleich den fertig bauen und dann Bus mitnehmen und dann zu Hause hinklatschen. Ah ja, gut, hat nicht so funktioniert. Achso, und ich habe hier jetzt auch einen zweiten gestellt, weil ich wollte Essen machen und gleichzeitig, sagen wir mal so, ich kam mir selbst in die Quere. Denn ich bin ein Querulant. Da seht ihr, ich habe jetzt hier so, dass ich Materialien hier rausziehen kann. Auf der anderen Seite habe ich dann eben Zeit, dass ich bauen kann. Das war mein Plan. Und der hat auch zum Teil funktioniert. Also sonst hätte ich gerne nie bauen können. Naja, gut. Ich muss jetzt kicken. Ich habe schon mal meine Hot umgebaut. Ja, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Licht. Aber das ist schon mal besser als vorher. Weil normalerweise, ich habe hier so ganz große Keylight. Und müsste ein... Keylight? Also, großes Licht. Ich habe großes Licht. Müsste eigentlich hinten am Greenscreen sein, aber ist es nicht, weil ich keinen Platz habe. Wollte ich eigentlich umstellen. Hat nicht so funktioniert. Naja. Ich bin noch in der Lern- und
Probierphase auf YouTube seit 4 Jahren. Aber ich verbessere mich immer. Die Qualität wird immer besser. Ich bleib der gleiche, aber die Qualität wird besser. Irgendwas muss ich ja verbessern. So, warten Sie mal. Ich nucke noch mal kurz ein bisschen an meinem Brot rum. Mache ich wie so ein Kleinkind. Ich schwemme das Ding auf und dann saue ich rein. Nee, dann ist... Moment mal. Mir fällt gerade so ein, Kinder benehmen sich wie Fliegen. Entschuldigung. Einsaugenderweise. So, was ist denn los, Homie? Hast du nur Sauerstoff? Ich hab dich nämlich nicht... Was ist doof? Nö, du brennst eigentlich noch. Ach, du bist so schwer, wa? Da war ja was. Deswegen habe ich... ist ja die ganze Tortur hier. Ich hab jetzt gedacht, ich hab Scheiße gebaut. Gut, das würde nicht mehr auffallen. Ich habe nämlich auch die Nahrung drin geklatscht. Achso, habe ich schon erwähnt, dass ich die Nahrung drin geklatscht habe? Also Pflanzenfasern können wir dann auch in Pflanzen. Und dann kriegen wir auch Stuff davon. Und dann können wir weiterbauen und weiterbauen. Ich habe nämlich bloß ganz sporalisch bei uns im Keller ausgebaut. So ein ganz kleine Bisse. So, genug gequatscht. Abheben tut ja die Düse richtig schnell. Das sieht man an der Anzeige vom Boden. Auch wenn es nicht danach aussehen tut, ich entferne mich. Ja, 700 Meter, ja. Und der Orbit kommt näher. Orbit. In Sandris Petris Orbit. Warte mal, ich muss mal hier markieren. Er kann ja ruhig ein bisschen rumdüsen. Obwohl, ich bin ja schön schnell, bin ich ja hier, wa? Darf ich nicht so schnell zu lange rumfliegen. Sonst bin ich schon da, bevor ich das hier gestartet habe. So. Er verlässt den Planeten. Ich muss aber durch den Planeten. Wie immer. Seid ihr bereit? Lasst uns bereit sein. Beam mir. Ah, nee, ich mache ja einen Warp-Sprung. Keinen Beam-Sprung. Ich habe offline, wo ich das angefangen habe rumzumachen, ich habe rumgemacht, habe ich, ich habe so überlegt, ob ich nicht einfach die Hummel, den Kern ausbaue und austausche gegen großen Kern hier für Raumschiffe und das einfach bloß hinten andocke. Weil das könnte nämlich sein, Schubdüsen technischerweise und so, dass uns der Platz langsam aussehen tut. Oder generell, ich habe ja hinten schon ja keinen Platz mehr. Und wenn ich die Hummel jetzt noch öfters zulegen lasse, dann ist das ein Stein. Und zwar gemeißelt. Naja. Gut. Ich glaube, das war ja bloß das Neodym, ne? Der Rest, der müsste ja hier auf dem Planeten zu kriegen sein. Glaube ich. Aber ihr wisst ja, glauben ist nicht wissen. Aber gut. Das bekommen wir auch hin. Die Frage ist nur, wann. Kann ich hier, sagen Sie mal, kann ich hier überhaupt technischerweise? Nee, kann ich nicht. Aber ich habe ja noch was im Tank. Und zwar den Tiger. So, ist das jetzt richtig? Warte mal, bremst mal ab hier. Da unten ist die Base. Ey, das haut ja diesmal hin. Ich muss nie so weit fliegen. Ich bräuchte jetzt einfach bloß auf Fallen drücken. Ich muss nochmal eine Ehrenrunde drehen. Das Ding hat die Geschwindigkeit eines fallenden Sterns. Der Mondstern. Würde ich lassen mal lieber sein. Warten Sie mal, ein bisschen bewegen muss ich mir trotzdem, bevor wir fallen. Und ein bisschen Schub. Schub dat oder schub dat nicht? Das ist hier die Frage. Und dann, zack, bums. Und will er an. Ja, gut, immer noch. Wir wollen ja nichts, dass hier irgendwas kaputt geht. Alter, komm. Ja, doch, ein bisschen mit dem Arsch komme ich hoch. Hoch mit dem Arsch. So. Wo fangen wir denn da an? Nehme erstmal Neodym raus, war das, glaube ich, das Wichtigste. Neodym!
Hat ja nun lange genug gedauert, die Scheißenkleiste. Man kennt das. Ah. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Kann ich das vielleicht eventuell später in so einen Crusher reinschmeißen und der macht daraus? Ja, da müssen wir erstmal schauen. Ich zeige euch erstmal, was ich angestellt habe. Ich Schlingel. Oh, scheiße, jetzt fehlen uns noch 4 Stück. Dann könnt ihr uns unseren großen... Sind die schon wieder da? Hummel! Mach dich bereit! Die werden angegriffen von Fliegen! Die werden schon Moment mal. Aus dieser Richtung. Drehen, 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 drehen. Wo bist du, wo bist du? Ey, ihr Fliegen, wo seid ihr? Die sind wir noch nicht. Jetzt wurde ja gesagt, wir wurden angegriffen. Oder werden angegriffen. Jetzt von da? Könnt ihr euch mal entscheiden? Die sind doch noch nicht da, oder? Hab ich doch gesagt, das ist eine scheiß Drohne. Was soll denn das? Oh oh. Ja, was soll das? Ja, was soll denn das? Strengt euch mal ein bisschen mehr an. Nach den Alarmen habe ich gestern gedacht, jetzt ist Alarm. Alarm! Nix da, nix könnt da. Oder ist bloß die Vorhut? Staunen, dass sie ihre Raketen nicht geballert haben. Ja, die wussten, dass ich das übernehme. Ist ja wohl klar. Das ist Chefsache. Hallo. Chefsache. Der Chef kann nicht. Oh, das war bestimmt bloß eine Ablenkung. Oh, Alter, das Ding ist aber auch... Die Hummel ist heute wieder träge. Ich sage euch. Echt, ich hab gedacht, jetzt kommt so wieder so ein Mordsding. Oder ich hab die ganzen Viecher abgeknallt, die können sich nichts Besseres leisten. Ja, was für ein paar Billo-Viecher. Und die haben die Galaxie unterjocht. War vielleicht ein Jochbeen oder so, aber mehr auch nicht. So. Gut. Ich glaube mal, das ist geklärt, wa? Die Fronten, die sind bereinigt. Ich lass dich mal an. Dann bist du ja ein schön zerbeult, Mädel. Aber ich habe ja hier schraubenderweise. Achso, und drüben habe ich auch schon repariert, ne? Aber trotzdem, hier sind ja noch ins wie Kratzer. Die haben gekratzt. Die Pennerse. Naja, gut, wenn das funktioniert, was ich vorhab, werden wir uns ja nicht nur einen Reaktor, CPU-Erweiterung bauen und so, sondern wir werden uns ja auch, Entschuldigung, eine, Schutzschild. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Eine Schutzschild. Das werden wir uns nämlich hochbauen. Sobald mir das möglich ist. Hui! Ich brauche doch Arsch. Achso, ich wollte euch noch zeigen, was ich da unten angestellt habe. Wie gesagt, nichts Großartiges. Ich habe bloß erstmal einen Würfel zugemacht und ja, mal gucken. Es funktioniert! Es ist nicht tot! Yippie-yay, ihr Schweinebacken! Ich meinte natürlich den Zerg. Ich mach mir jetzt mal zum Essen bald. Warten Sie mal, kann ich nicht gleich die Lampen... Ich werde das Ding hier komplett zunarren. Mit lauter Lämpchen. Da sind die Lämpchen. Pass auf. Jetzt trocknen sie wegen Licht aus. Kann ich ja machen. Ist ja nicht so schlimm. Und außerdem ist es der Raum für die Kälte. Vor allen Dingen, das ist nie so hoch. Also rein theoretisch müsste das von Temperaturen hinhauen. Wohl hier 25 Grad. Jawohl. Das ist mir schön. So, warten Sie mal. Ich habe da noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Schauen Sie mal. Ach, das wird wunderschön. Das wird wunderschön.
hoffe jetzt nicht, dass der jetzt dadurch er sich sagen tut, Moment mal, die Struktur ist aber jetzt nicht mehr vorhanden. Alter, dann raste ich aus. Denn es ist Feierabend. Das ist ja wohl klar. Achso, und ich habe alle Kosten und Mühen gescheut. Achso, das ist die falsche Seite. Ich habe natürlich die besten Blöcke hergestellt. Man könnte ja billig bauen, aber ich habe ja billig hier angefangen. Also, habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Scheiße drauf, habe ich mir gedacht. Krass, wa? So. Einer geht noch rein. So, jetzt müsste ich ja rein. Nein. Unterstetig. Ja, wir pflanzen uns voran. Ja, ich weiß bloß noch nicht. Ich glaube, ich musste denn lernen. Aber das mache ich erst, wenn ich genug Stuff habe. Und dann wird der Raum einfach erweitert. Und das wird dann auch noch mit Glas und so ausgetauscht. Aber jetzt erstmal muss das reichen. Wachselt. Schön. Das ist ja mal toll. So. Da soll nochmal einer sagen, ich lerne nicht aus euren Tipps. Das ist ja mal wohl klar. Alles auf euer Mist gewachsen, also kriegt da ein Bienchen. Das sieht aber nicht so schön aus. Naja, gut, das sieht generell nicht schön aus, aber gut. Ah, gut. Warten Sie mal, da mache ich auch jetzt zu. Ihr sagt, ich kann das ja noch wegreißen und dann kann ich das ja noch erweitern. Erweitern ist ja uns immer noch möglich. So. Was wollte ich jetzt bauen? Düsen. CPU. Erweiterung. Weil das andere ja nie hingehauen hat. Also wie gesagt, ich habe... Wo sind sie? Ich habe da die gebaut. Da habe ich jetzt einen drin gemacht und dann habe ich noch einen drin gemacht, aber statt weniger wird es mehr. Also weniger durch mehr. Ich baue jetzt noch einen drin und dann ist es gut. Aber ihr bracht hattet nichts. Nicht. Was fehlen uns denn jetzt für die Spuren noch? Ey, ich spure das nicht. Moment mal. Ich kann ja die ganze Scheiße ja nicht bauen. Wie gesagt, ich brauche ja den anderen Werk. Dings. Ohne den anderen Tisch kann ich ja gar nichts bauen. Ich brauche ja den. Und dazu brauche ich ja schon 10 Flugspulen. Was denn nun? Ja, jetzt ist hier on Feuer oder was? Ey, willst du mich verarschen? Ich gehe jetzt raus. Ist mir jetzt egal hier. Friede den Arsch ab. Ich brenne immer noch. Hallo? Das ist kein Feuer, nix hier. Das ist fast Nacht. Alter, mir wird heiß. Voll heiß ist es hier. Klimaanlage. Aber da unten ist auch eine Klimaanlage. Das macht er doch mit Absicht, oder? Weil das kostet mir Nahrung und das habe ich doch jetzt ja nicht. Hallo? Was soll denn das? Das kann ich nicht dulden. Ups. Upside down. So, warten Sie mal. Wie gesagt, ich brauche jetzt diese Spuren. Spurenlied. Ach doch, da sind sie doch. Ach, jetzt kommt der Feuerregen, oder was? Du willst mich verhumpen, willst du mich, du Lumpen, du. Ich will da nach unten. Eigentlich müsste da unten kühl sein, wa? Weil ich habe da zweimal Klimaanlage drin. Und 20.000 Lichter. Luft! Gib mir Luft! Schöne, kühle Luft! Kann ich das irgendwie einstellen? Ich muss erst mal kicken. Da geht man wieder drunter, zählt. Es hat funktioniert. Ich bin gelüftet. Erlüftet. Ihr wisst schon, wie ich das meine. So, jetzt werde ich mal... Das soll ja hier nicht leer wachsen. Ich brauche mal kurz... Oder auch lang. Oh, nee, da sind sie ja.
Weil dann kriegt nämlich das Gestrüpp, wisst ihr? Und Gestrüpp ist ja ganz gut. Weil Gestrüpp wird ja gebraucht. Das lasse ich so, wa? Dann habe ich genug Strüpp. Das sollte genügen. So, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt. Eigentlich wollte ich umschalten zu Base. Drop your base. Und da das nicht hier verjammeln kann. So, warten Sie mal. Jetzt kann ich die und dann kann ich da noch. Ah gut, ich habe hier noch 1-2 Stück, aber gut, man kann nie genug haben. Jetzt, wo ich das kann, will ich das auch haben. Ach, das wird schön. Es geht voran. Wachset. Los. Ihr braucht Nahrung. So ein bisschen. Warten Sie mal. Ach so. Apropos Nahrung. Da hatte ich ja auch noch Sachen angeschleppt. Nee, das sind andere. Genau. Aber warten Sie mal. Ich muss erstmal Sachen hier loswerden. Sonst habe ich nämlich keinen Platz. Und ich habe schon eine Villa, eine Münze. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur bei uns hier landet und habe gleich eine neue Münze gekriegt. Obwohl wir den Planeten schon entdeckt hatten, ich habe alles entdeckt, was also ich habe die zweite gefunden. Ich habe nicht nur die zweite gefunden, ich habe zwei gefunden. Ich habe doch keine zwei hergestellt, hallo? Nee, das muss wieder zurück. So, das ist Sauerstoff. Man erkennt es an den Namen. CO2. Ich wollte jetzt gerade sagen, da steht bestimmt nie Sauerstoff dran. Naja, gut. Oh, weißt du was? Ich schmeiße in den... Ich mach das in den Kühlschrank drin. Das ganze Gesundheitsgedöns, das liegt mir auf dem Sack. Wer braucht denn das? Wenn denn sterb ich. So wird das laufen. So, aber noch um mich schwafelt, wo ist jetzt, da ist der, nee, das ist der falsche Kühlschrank, da muss ich ran. Weil das muss nämlich jetzt alle bei uns in den Kühlschrank rennen und dann, glaube ich, kann ich doch auch Nahrung kredenzen. Kühlschrank. So, jetzt haben wir 1-2 Sachen zum Essen, das müsste eigentlich reichen, oder? So, wie sieht's aus? Immer noch Feuerregen. Ja, wie sollten denn was zum Essen machen? Kannst du mal verschwinden? Oh, warten Sie mal. Ich kann doch auch... Ich weiß, wie wir das machen. Ich glaube, ab einer bestimmten Stelle kann ich mir doch für die Base ein Schutzschild bauen. War das nicht so? Ich glaube, ich habe sowas gesehen, ja. Oder war das eine Einbildung? Das war bestimmt ein Traum. Ein Wunschtraum. Kein Fiebertraum. Ja, ist doch hier. Ey, du kannst hier nicht hoch. Ey, ich hab doch keine Zeit, Mensch, Leute. Ich will Sachen machen. Das gibt doch Mecker von Eckart. Jetzt sehe ich schon wieder hier unten drin. Ich verhungere doch. Das ist ein Witz, ist das. Das ist nicht lustig. Gib mir Luft. Danke. Muss ich warten, bis der Feuerregen vorbei ist? Naja, gut. Was soll ich machen? Aber ich glaube, ich brauche oben auch bloß mehr davon. Und oben den Raum muss ich ja auch abschließen, weil ich habe ja oben alles offen, da wo der Fahrstuhl ist. Das ist ja offen. Da muss ich wohl noch was hinbauen. So, ich muss was essen, Alter. Das geht ja mal ja nicht. Warten Sie mal kurz. Ah, Brot. Es ist Brotzeit. Oh, Moment mal. Oh, das muss rein. Das hätte ich fast vergessen. Da hätte ich doch beinahe das vergessen, Mensch. Schön kross in Abgang. Hallo, Mr. Feuerregen. Könnten Sie mal bitte verschwinden? Und kommen Sie bitte nie wieder. Jetzt reicht es. Ich gehe gleich raus. Ich gehe jetzt raus. Ich gehe wieder rein.
Alter, 140 Grad. Ah, jetzt geht's wieder runter. Ach, Mann, das ist doch kacke. Es hat aufgehört. Es feuert keinen Regen mehr. Und ich hab sogar noch geschafft, was zu trinken. Krass. So, wie viele Düsen hat ihr jetzt in der Zwischenzeit hergestellt? 7. Bei mir jetzt fehlt. Ja, schauen wir mal. Titan. Oh, shit. Das ist das nächste Problem, was wir hier nicht haben. Aber wir haben es in Orbit. Das heißt, wir brauchen jetzt bloß noch mal ins Orbit. In die... Alter, willst du mich verarschen? Sind das die Lampen? Ich glaube, das sind die Lampen. Gut, ich will ja in den Orbit. Da ist eh kühler. Hier draußen ist es angenehmer als da drinnen. Dieses Klima, dieses Arbeitsklima, ich vertrage es nicht. Lassen Sie uns abhauen. Hol mir jetzt Titan. Und dann muss ich da unten, da oben muss ich das umbauen. Also, wie gesagt, ich muss das da oben zumachen und dann vielleicht noch eins wie Lüfter bauen. Und dann ist das gelüftet, das Geheimnis. Ich jetzt einfach mal so. So, warten Sie mal, bremsen Sie mal kurz ab. Könnten Sie mal bitte abbremsen? Dankeschön. So, ich bin mir fast. Oder war das Kobalt? Gut, ich habe nichts gesagt. Naja, gut. Ich habe ja noch hier einen Mond. Mond das sein? Ja, das Mond sein. Sorry, besser werden die heute nicht. Wie immer. Ich muss erstmal hier außen rumfliegen. Also auf und davon. Aber ich glaube, auf den anderen Planeten, da ja, mit Titan. Oder wenigstens in der Nähe irgendwo. Ich kann mich dran erinnern. Oder vielleicht will ich mich bloß daran erinnern. Diese Möglichkeit besteht ja auch. Diese Möglichkeit besteht. Nee, Moment mal, das ist ja der Planet. Das heißt, oh, nein, nein, ich will nicht landen. Nein, 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 landen ist böse. Der ist schon da, wo ich ihn vermutet habe, aber der ist noch weiter unter mir. Da haben wir ihn doch. Habe ich doch gesagt, ich finde. Ich mit meinen Orientierungssinn, wir kommen schon ans Ziel. Die Frage ist immer bloß, wann. Ich habe echt gedacht, dass hier in Orbit Titan ist. Was für ein Blödsinn. Nixe Titan. Naja. Vielleicht finden wir ja da was. Ich muss mir richtig hinsetzen. Das geht ja mal so ja nicht. Ich schon mal erwähnt, dass ich meine Kamera auch auf dem richtig geilen Objektiv hochgeschraubt habe. Dass ich nicht jedes Mal hier so den Bart nach unten. Das sollte jetzt rein theoretisch nicht mehr funktionieren. Ich muss bloß aufpassen, dass ich da oben nicht über den Grünstream über hier. Sonst schneidet sich das Kacke aus. Ja, ich habe gestern so richtig noch ein bisschen was drin hier. Zimmert an Zeit. Das habe ich gemacht. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, aber das muss ich mir auch noch besorgen, sind Schalldämmungsmatten. Für die Wand. Total sinnlos für einen Anfänger. Aber ich versuche mich hier zu verbessern.
Wenn es schon nicht an mir, bei mir möglich ist, muss es an Equipment sein. Hab ich mir gedacht. So, bremsen sie ab und dann hoffe ich jetzt, dass ich das richtig in den Kopf hab. Lithium. Kobalt. Magnesium? Ach, leck mich doch. Ich hätte schwören können, dass hinten. Ja, gut. Also wieder weg. Es ist ein Kommen und Gehen. Und nein, es ist kein Alzheimer. Weil ich immer alles wieder neu erkenne. Wieso? Es ist einfach bloß die Fauchheit, sich da zu merken. Warte, ich muss hier mal kurz hier markieren. Mal bitte da. Da müsst ihr auf jeden Fall die dran sehen. So. Hab's da jetzt markiert, oder? Da. Also. Muss ja besorgt werden. Würde ich hätte das auch bei den Händlern machen können, aber gut. Kann ja jeder. So, Ziel erreicht und was sagt der Glück? Ich pieg mal ein bisschen hier rum. Also auf dem Mond ist auf jeden Fall Titan. Weil da hatten wir ja, glaube ich, das erste Mal auch gehabt. Aber es könnte jetzt auch sein, dass wir wieder beschossen werden. Bitte. Bremsen ab. Bremsen ab. Abbremsen. Es ist ein feindliches Schiff. Warum sagt mir das keiner? Nein, ich will nicht. Auch unseren. Ich bin ganz netter. Nee, nee. Ich bin viel zu schnell für dich. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Okay, ey, da suche ich mir ein Schiff aus. Ich habe gedacht, es ist Oumuamua. Kabin, roter Punkt will dich jetzt immer an den Arsch. Oder irgendwie so. Kann ich nochmal kurz einen Blick nach hinten riskieren? Aber ich wollte. Die sind immer so aggressiv. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken. Einfach nur mal kurz gucken. Ist denn das verboten? Anscheinend ja. Ey, sag jetzt nicht, die haben schon wieder mein Licht weggeknüppelt. Ah, da sind schon wieder die Zergs. Alter, ich zerg die gleich weg, Junge. Bin jetzt ein bisschen aggressiv. Und das Kobalt? Eisen? Gut, ich bräuchte eigentlich bloß kicken, ob hier... Magnesium. Titan. Ja, hier gibt's Titan. Hier sind wir... Genau richtig. Aber hier so viele Erz sind. Ist ein bisschen unübersichtlich. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Würde ich fliegen. Da ist doch Titan. 1 Kilometer. Die da oben, da unten baller ich gleich weg. Wenn die mir auf den Sack gehen, baller ich die weg. Geht mir nicht auf den Sack. Oder geht mir auf den Sack. Oh, das sind nächste Titanlager da hinten. Aber ich brauche bloß erstmal eh mal. Ja, ja, macht's weg. Kann sie eh nicht leiden. Das waren bestimmt die. Die haben mich bestimmt angegriffen, die Pennase. Ja, komisch, war so funktioniert das. Also von weitem kannst du schießen. What she's it? Ey, hier wird erstmal alles unter Beschuss genommen. Habt ihr ein Schwein, dass ich keine Zeit für diesen Scheiß hab? So, Hallo? Ist da Titan? Warum wird das jetzt nicht mehr angepinkt? Das ist jetzt ein bisschen... Nee, hier unten war das doch ja nicht. Das war hinter mir. Ach, da ist es doch.
Stehe ja schon fast drauf. Ja. Ist dasselbe Prinzip wie mit einer Ameise auf dem Luftballon. Ich hab's einfach nicht gesehen. La 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 la. Mein neuer Bohrer tut voll sein Werk. Deswegen weiß ich, dass der gut ist, weil, wie gesagt, ich hab ja Neodym abgebohrt. Jetzt ist das alles? Das ist echt alles? Das ist ein Witz, ist das? Hallo! Kann ich gar nicht drüber lachen. Gut, ich hab noch eine Ader gesehen. Ich weiß, dass ich hier so ein Ding bauen könnte zum Abbauen, aber wenn das so ist, wie ich das vermute, wie auf den anderen Planeten, wo unsere Heimat Nummer 3 liegt, da ist ja dann auch mehr Gold, wisst ihr? Oh, das ist die nächste Drohne, Alter. Die legen das aber auch drauf an, wa? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich frage mich, ob ich auch Magnesium mitnehmen soll. Das ist auch bloß ein kleines Titanlager. Ist ja nie so schlimm. Hauptsache, ich krieg ein bisschen Material. Das ist ja das, was ich will. Alter, und wehe, die sagen jetzt, du brauchst noch Silizium. Alter, dann zeig dir mal, was ich nicht brauche. Oi. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist denn für ein großes Raumschiff? Ja, Kabine ist ein ganz großes, nennt sich Planet. Also, wenn da bewohnt ist, ist es ein Raumschiff. Krater. Ja, wie gesagt, das wird sich ja bald ändern. Kabin ist gefallen. Jetzt nehme ich mal kurz runter. Aber bin ich genau da drauf gelandet? Naja. Gut, wie? Also bin ich schon mal safe. wenigstens kann ich denn... bin jetzt an überlegen, ob ich erst das Ding baue oder die CPU-Erweiterung wegen Schutz erschüttert, dann könnten wir uns nämlich auch 2 Meter weiter bewegen. Also, rein theoretisch würde ich jetzt erstmal für Schutz erschüttert plädieren, weil wir ja schon gebaut haben. Frage ist nur, wo das jetzt liegen tut. Das heißt, ich brauche erstmal die CPU-Erweiterung. Genau. Und das sollte jetzt ja kein Problem mehr sein, weil ich habe ja jetzt alles. Das müsste eigentlich jetzt alles da sein. Hier oder da. Wer weiß das schon? So, 700 Meter Orbit. Also 500 Meter. Hey, hey! Zwing mich nicht, mich umzudrehen und zurückzuschießen. Ihr könnt es bereuen. Oder ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber erstmal... Lass es mir nicht bereuen. Ja, warte mal, nee, das wollte ich doch ja nicht. Och, Mann! Genau. Das wollte ich. Oh, jetzt muss ich wieder Richtung Blauer Planet. Ach nee, das war ja hinterm Blauen Planet. Also ist das auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Da sind die schon wieder. Angreifer. Gut. Ich mach das einfach wie in... War das in Star Trek oder war das in Star Wars? Warp-Antrieb und dann durch Schiff durch. Ah, das war kein Warp-Antrieb, ne? Übrigens, apropos Warp-Antrieb, das sieht ganz schön beschissen aus. Um das mal ganz genau zu sagen. Aber ich glaube, das ist auf dem Container. Warten Sie mal, ich muss mal kurz was gegen Container technischerweise. Wie gesagt, ich habe ja noch ein bisschen was gehabt. Nö, das ist wirklich das. Naja, das, was da rausziehen tut, ne? Warten Sie mal kurz. Ich glaube, auf unserem Planeten werde ich sowas auch finden. Wenn ich das denn später bauen kann. Warte mal, das kann ich da aber jetzt erstmal.
Okay, wo sieht man die? Ich wollte jetzt gerade. Ach ja, ist mir doch Wurst. Es ist mir doch Wurst. Ich werde jetzt schon nachfinden. Muss ich erstmal bloß landen und dann ist es gut. Ich glaube, das war auf den Planeten. Ich will nicht schon wieder rumsuchen wollen müssen. Also würde ich jetzt sagen, erstmal versuchen die CPU-Erweiterung zu bauen. Und dann den Tisch. Ist gut, vielleicht sollte ich erst den Tisch bauen. Dann könnte ich auch andere Sachen bauen, aber dann habe ich ganz andere Probleme. Was sind denn da? Hatten wir das schon oder hatten wir das nicht? Nee, das hatten wir noch nicht. Aber trotzdem werde ich mal kurz angucken. Das ist ein sehr gefährlicher Planet. Aber vielleicht lohnt es sich für uns hier mal drin zu schnuppern. Wir haben schon lang... Entschuldigung. Ich bin Anfänger. Hatte ich schon erwähnt, ne? Ich mach das nochmal. Erwähnen, meinte ich. Warten Sie mal, ich mach mal kurz hier eine Bruchlandung. Und kicken Sie mal, was da auf dem Fußboden ist. Entschuldigung. Was war denn das eben? Was sich jetzt gerade anhört, als ob ich Sauerstoff ziehe. Oh, das sieht aber sehr, sehr gut aus. Ich hoffe mal, dass sie friedlich sind. Ich will nicht noch mehr Feinde haben. Bitte nicht noch mehr Feinde. Aber den hätten wir schon an. Hallo, du. Du wirst jetzt nicht gleich schießen, oder? Nee. Alles gut. Na, du? Nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Hey, CO2. Da stand nicht, nicht erlaubt. Hier ist ja alles nicht erlaubt. Ich kann nichts mitnehmen, wa? Hallo, Mister. Warum kann ich denn hier nichts... warum sollen... Was sollen das? Ich will von dir keine Quest. Oder will ich? Ah, ne, ist ein Händler. Oh, ich muss schon wieder husten. Sorry. Ah, hier würde sie jetzt ein Crew-Mitglied kriegen. Mhm. Oh, ich hab den. Oh, Moment mal, ich hab ja Kohle. Das hat mir gerade einfallen, Dude. Warum habe ich denn hier noch so viele? Das ist doch mein Cash, ne? Ach nee, das ist mein Cash und das. Das verstehe ich nicht. Egal. Ja, ist ja gut. Okay, okay. Es geht ab zu uns. Ich gehe gerade nach, ob ich hier noch irgendwo so eine Ponökitze sowas finde. Antrieb technischerweise. Ja, das ist nicht verkehrt. Aber ich sehe nichts. Aber ich will da richtig geil geparkt, wa? Ich schupper mal ein bisschen nach hinten, wa? Oh, Moment mal. Ach nee, das ist ja Promethium, ne? Warten Sie mal kurz, ich muss mal kurz warten. Ich glaube hier, das ist Promethium, ne? Das ist nix hier raumschiffmäßig Antrieb. So macht man nicht. Man erschießt das erstmal und dann kann man das abbauen. Habe ich mir gedacht. Was heißt, habe ich mir gedacht? Ich hab's ja gesagt. So. Also wieder zurück. Weiter. Alter, diese Düsen. Ich düse, düse, düse. Jetzt düse ich nicht mehr. Ich war gerade so ein sauer Schritt, aber das ist... Das ist nicht korrekt. So, jetzt muss ich erstmal wieder umschalten, weil ich weiß nicht, was auf mich so warten tut. Aber erstmal wird geschossen.
So, da ist noch was. Alter. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich bin doch jetzt hier nicht. Ich hab doch. Ich bin doch wieder über meine Base gelandet. Also. Bin ich drin geflogen, meinte ich. Aber das ist noch nicht mal. Das ist das, was ich letztes Mal gemeint habe. Das ist noch nicht mal in der Nähe von unserer Base. Und da ist. Da so ein. Ich hoffe nicht. Ich. Ja, doch. Ach, das ist doch wieder. Ich ignoriere das einfach. Ich fliehe geradeaus und ignoriere das. Vielleicht ignoriert er mich ja auch. Ab und zu lasse ich mal einen Ping los. Alter, das ist. Ja, gut. Und deswegen will ich nämlich ein Schutzschild haben. Und dann muss ich bloß noch abspeichern, um zu schauen, ob das für uns so lukrativ ist. Wisst ihr, so lukrativ. Das weiß ich ja nicht. Das gilt ja herauszufinden. Aber ich bin so froh, dass meine Düsen so gut sind. Das hätte noch vor ein paar Folgen anders ausgesehen. Von der Geschwindigkeit her. Was waren denn die? Ich brauche jetzt bloß noch drei Spulen, ne? Drei Stück waren das. Dann kann ich mir endlich die Erweiterung bauen und dann passt sie bei mir nicht drin. Und die Hummel wird noch schwerer. Mann. Ja, hier auch nicht. Ey, das gibt hier Platin. Stimmt. Ihr gibt es ja auch Platin. Aber ich glaube, wir hatten Platin noch nicht gefunden. Oder hatte ich schon Platin gefunden? Ich weiß es ja gar nicht mehr. Ist, wenn, denn ist es schon zu lange her. Und hinter den 7 Bergen, da wohnt der Kabi. Ich hoffe nicht, dass ich wieder dran vorbeifliege. Und das ist bei meiner Geschwindigkeit nicht übertrieben. Wie ist es möglich? Ach, da ist der Würfel. Ich wollte jetzt gerade sagen, das kann doch ja nicht sein. Wo ist mein Würfel hin? Alter, ich bin hier blind von meinem Licht. Ich sehe mal gar nichts. Ach so. Ja, hier noch. Hier sind wir richtig. Und hinunter mit dir. So, EMA F4 und dann den Stuff da rausziehen. Geht das falsch? Obwohl, ich kann das ja auch rausziehen. Das ist aber nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte ja. Bin ich bescheuert? Ich hab das doch selbst abgebaut. Und ich hab das in den Dings gesucht. Gut, das muss ich später aus. Laden, aber erstmal muss ich Sachen machen. Und zwar erstmal schön trockene Brot leisten. So. Unser Tagesziel wurde vollkommen erreicht. Das, was ich besorgen wollte, habe ich. Da ist es. Das täte jetzt heißen, die Kabin sollte rein theoretisch das immer noch nicht bauen können, weil mir die optischen Dings fehlen. Und ich glaube, ja, genau, das glaube ich, weil ich muss dafür nämlich die, genau, aber ich kann das jetzt bauen. Mach ich gleich zwei, wa?
Dann können wir die nämlich abbauen. Da brauche ich noch einen Schredder, wo ich da drin schmeißen kann, den ganzen Kredüngse. Und dann können wir uns nämlich das Ding bauen und dann können wir uns die CPU-Erweiterung bauen. Jetzt sind wir auf dem Laufenden. Ich hoffe, dass ich Gold noch reichen tut. Sagen Sie mal, haben wir das Gold jetzt bei uns auf dem Hauptplaneten noch? Oder habe ich... Ich glaube, ich habe das auf dem Hauptplaneten, ne? Ich glaube, wir müssen nächste Folge... Müssen wir Gold suchen gehen. Aber bevor ich das sage... Ha... Guck ich lieber es nach, wa? Ehrlich gesagt, ich sehe kein Gold. Ich sehe einfach kein Gold. Scheißendreck. Tja, Leute, dann werden wir wohl Gold besorgen müssen. Aber wir sind auf dem richtigen Planeten. Ob wir das überleben oder nicht. Tja, das wird sich erst in der nächsten Folge herausstellen, wa? Würde ich mal sagen. Weit bist du? Hallo? Ey, ich wollte noch ein Ding hinstellen. Zum Feierabend. Boah, ich kann das schon mal abbauen, wa? Ist er fertig? Hä? Er hat doch fertig angezeigt, oder? Hat er den ja nicht fertig angezeigt? Jetzt ist er fertig. Er sollte jetzt fertig sein. Oh, es reicht so ja noch für ihn. Ja, siehst du. Können wir den auch noch austauschen. Aber erstmal muss einer reichen. Wo ist denn der eine? Also. Ach. Jetzt können wir endlich wieder bauen, was wir bauen wollen. Das ist ja das Ziel. Alter, die Dinger sind immer so extrem groß. Naja, gut, von der Größe ist ein Unterschied. So, das wird nämlich jetzt angeschlossen mit Frachtbox. Genau. Und jetzt, rein theoretisch, müsste ich... seht ihr? Da hätte ich Gold, könnte ich jetzt auch die Sachen herstellen. Aber leider habe ich das ja nicht. Also geht es darum, das nächste Mal zu finden. Und dann können wir uns die bauen. Dann hält uns nichts mehr auf. Dann machen wir sie alle platt. Mehr oder weniger. Also Leute, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder in der nächsten Folge. Ich muss mir das abgewöhnen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.